Für die günstigsten und sichersten FIFA 17 Coins checkt mal gerne meine Sponsoren MMOGA und IGFold aus. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und beim Kauf über meine Links würdet ihr natürlich mich unterstützen. Euch kostet das Ganze nicht mehr, ihr seid die Besten. Danke! Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Und wir sind wieder in der Transferphase. Die Sommertransfers stehen an und ich habe euch in der letzten Episode gefragt, sollen wir uns Ronaldo oder Neymar holen oder sogar beide? Und ihr habt euch, oder beziehungsweise die meisten, haben sich dazu entschieden, dass wir uns beide holen sollen. Beziehungsweise die Mehrheit war auf jeden Fall klar für Neymar. Aber wenn es natürlich geht, wäre es natürlich auch perfekt, wenn wir beide holen würden. Und ich hätte auch richtig Bock auf beide, weil dann könnte man wirklich... Wir wissen noch nicht... What the fuck, warte mal, das habe ich voll vergessen. Wir müssen mal kurz schauen, wie es mit Coman aussieht. Digga, wir hatten... Der ist weg, ne? Fällt mir mal gerade erst auf. Scheiße, Digga. Coman ist weg. Oh mein Gott, oder? Der ist, glaube ich, weg. Ja, Mann. Das Ding ist, wir eigentlich hat ja Bayern in echt eine Kaufoption. Aber hier irgendwie nicht. Das ist richtig scheiße. Okay, da müssen wir mal kurz schauen, ob wir Coman so... What the fuck, Digga? Wo ist der? Ach so, der wird mit einem M geschrieben. So, da ist der Kingsley Coman. Wir schauen mal kurz. Ja, Mann, jetzt wieder zurück bei Juve. Nein, Digga. 38 Millionen. 40 bis... Oh, ey. Wie unfair das ist. Wir haben den auf 84 gebracht. Ganz ehrlich. Und eigentlich hat man eine Kaufoption in echt. Bayern hat ja auch in echt eine Kaufoption gehabt. Und, ich check das nicht. Oder? Ich weiß nicht. Hat Bayern echt eine Kaufoption? Aber ich meine schon. Okay, das heißt, der würde uns jetzt mal wieder locker 40 bis 50 Millionen kosten. Digga, das gibt es doch nicht. Okay, ich weiß nicht. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir uns Kingsley Coman wiederholen? Sollen wir es vielleicht nicht machen? Sollen wir uns stattdessen lieber Neymar holen? Weil, okay, Neymar ist natürlich eine ganz andere Sache. Neymar kostet 160 Millionen. Aber wenn wir jetzt 50 Millionen ausgeben für Kingsley Coman, haben wir natürlich 50 Millionen weniger für Neymar. Ihr habt euch auf jeden Fall auch gewünscht, dass wir diese Finanzspritze anwenden werden. Das werden wir auch machen, weil das ist eigentlich, ganz ehrlich, teilweise richtig unfair, Mann. Ganz ehrlich, weil eigentlich wäre Coman, beziehungsweise man hätte die Kaufoption gehabt für Coman, glaube ich zumindest, dass Bayern eine Kaufoption in echt hat. Und man hätte auf jeden Fall auch Ribéry noch behalten, mindestens eine Saison. Der wird ja nicht nach dieser Saison beim FC Bayern aufhören. Richtig bitter, kann man nichts machen, dass Ribéry aufgehört hat. Das wären locker nochmal 20 Millionen extra gewesen. Na okay, kann man nichts machen. So, wir kommen aber erstmal jetzt zum ersten Spiel. Danach kümmern wir uns dann gleich um die Transfers. Ey, dieser Karrieremodus, ganz ehrlich, der bringt immer wieder neue Sachen mit sich. Das, Alter, die Spieler, oh, Messi mit 1-0, alle heißen mit all irgendwie vorne. Nein, Boateng verletzt sich. Digga, in der Vorbereitung, warum? Warum verletzt man sich da? Hummels ist verletzt, jetzt noch Boateng. Lewandowski und Messi treffen, das ist gut, Mann. Das ist richtig gut, damit die beiden... Die müssen in der Vorbereitung gut spielen. Lewandowski mit dem... Boah, ich dachte Doppelpack, doch nicht. Jimenez kommt noch rein für Müller. Gnabry kommt. Sanchez mit dem 3-0. Okay, easy Sieg. Aber das könnte jetzt alles ziemlich scheiße gelaufen sein, wenn... Oh mein Gott, 6 Wochen. Gebrochene Rippe. Oh, komm. Oh mein Gott, warum ausgerechnet Boateng? Hätte sich Zuma verletzt, okay. Aber okay, das... Okay, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Das heißt, ja, Hummels ist jetzt wieder fit. Das ist schon mal in Ordnung. Warum können wir nur so wenig Leute auf die Bank tun? 5 Auswechselspieler nur. Hä? Warum kann man nur 5 Auswechselspieler haben? Das ist richtig... Digga, was hier schon wieder abgeht in der Karriere. Unglaublich wieder. Richtig kurios hier wieder alles. Okay, eine Nachricht haben wir auch noch. Die letzte Partie. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Ja, Renato Sanchez, der muss natürlich spielen, damit er sich weiterhin entwickelt. So, das Angebot. Wir schauen nochmal kurz. Aber das Angebot für Cristiano Ronaldo sollten wir doch abgegeben haben in der letzten Episode. Digga, ist jetzt schon wieder ein bisschen lange her. Wir schauen mal kurz. Doch, Verhandlung läuft, Coman läuft, Musonda läuft, Dembele und Emre Mor. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt, ich weiß nicht, ob wir erstmal, das Ding ist, wir werden, glaube ich, erstmal den Ronaldo-Deal klar machen. Dann kümmern wir uns um Neymar. Und Kimmich hat ein Angebot, 26 Millionen. Oh mein Gott, 26 Millionen für Kimmich. Aber das werden wir ablehnen. Ich will Kimmich nicht verkaufen und auch unser Geschäftsführer sagt mindestens 30 bis 36 Millionen. Aber auch wenn die mir noch 10 Millionen mehr geben, ich will Kimmich nicht verkaufen. Auch nicht für 26 Millionen. Vor allem nicht am Hamburg, Digga. Dann wäre der Typ ja direkt hier bei einem möglichen Konkurrenten. Weil Hamburg hat wirklich diese Saison geile Spieler gekauft, muss man ganz ehrlich sagen. 70 Millionen! Oh mein Gott! Oh, Dortmund akzeptiert wer? Och, Emre Mor, nein. Ich dachte, ach. Nein. Oh, die Summe ist zu niedrig. Okay, aber wir können Emre Mor kaufen für 3 Millionen. Das ist schon mal fresh, inakzeptabel. Okay, für Musonda wollen die mehr Geld haben. Und für Dembele wollen die auch mehr Geld haben. Das heißt, wir können Dembele verpflichten. Okay, Anfrage abgelehnt, neues Angebot.
15 Millionen, dann machen wir mal 20 Millionen. Dieses Ding ist natürlich jetzt, die wollen 70 Millionen für Coman haben. Ey, das ist so bitter. Wir haben den entwickelt auf 84. Dann geht der zurück zu Juve. Und jetzt wollen die 70 Millionen für den haben. Das ist richtig asozial, ganz ehrlich. Was meint ihr? Sagt, schreibt mir mal in die Kommentare. Richtig asozial. Aber wir haben Emre Mor, den sich so viele von euch gewünscht haben. Und jetzt ist er endlich mal da. Ich würde sagen, künftiger Stammspieler, der Typ, der muss auf jeden Fall, der hat so Potenzial, das ist heftig. Auch wenn es jetzt im Karrieremodus ist, gar nicht so krass. Ich weiß gar nicht, was der für ein Potenzial im Karrieremodus hat. Aber der Typ, der hat schon Potenzial. So, wir machen mal 14 Millionen für Musonda. Den will ich auch haben. Wie gesagt, der wird oft als junger Neymar sozusagen, wird der gehandhabt. So, jetzt schauen wir mal. Kingsley Coman, 70 Millionen. Ey, das ist ein Joke, ganz ehrlich. 70 Millionen. Vielleicht, warte mal, wir probieren es mal. Vielleicht können wir den nochmal ausleihen. Jahresleihe oder Zweijahresleihe. Wir schauen mal. Vielleicht leihen die uns den nochmal aus. Aber warum sollten die uns den jetzt nochmal ausleihen? Der Typ hat ein 84er Gesamtrating. Der wird alles rasieren in der Serie A. Ey, das ist so bitter jetzt, ganz ehrlich. Aber man kann nichts machen. Man kann nichts machen. Real Madrid hat das Angebot abgelehnt. Okay, von Cristiano Ronaldo. Okay, wir haben auch nur 50 Millionen geboten. Ja, okay, wir geben mal 60. Unser Berater sagt, der ist 45 bis 60 Millionen wert, weil er nur noch einen Einjahresvertrag hat. Deswegen, Real Madrid versucht natürlich jetzt zu pokern, aber ich gehe mal hundertprozentig davon aus, dass sie ihn abgeben werden, weil der Typ hat nur noch einen Einjahresvertrag. Ich weiß nicht, ob er verlängern wird bei Real Madrid. Keine Ahnung, weiß man nie. Aber die wollen natürlich, klar sagen sie jetzt, dass es zu wenig ist. Und die wollen natürlich jetzt noch 10, 20 Millionen mehr rausholen. Aber ich denke mal, für 60 bis 70 Millionen können wir Ronaldo hinterbekommen. Und das ist ein faires Angebot. Und Halilovic möchten die momentan nicht ausleihen. Habe ich mir schon gedacht. Aber das Ding ist, ich will Halilovic eigentlich momentan nicht kaufen. Wir probieren es mal. Mit einer abgesetzten Festlösung 40 Millionen. Zwei Jahresleihe, 40 Millionen danach. Ich will jetzt Halilovic nicht kaufen, weil er würde uns jetzt 36 Millionen kosten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Klar, Halilovic ist ein kranker Spieler, kann man nichts zu sagen. Aber das ist ein bisschen zu viel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich wollte nochmal kurz, bevor wir ins Spiel starten hier. Der wird gerade eingerichtet. Okay, wir schauen nochmal kurz unsere Jugendakademie an, ob jetzt hier noch irgendwie krasser Spieler dabei ist. Der hat ein Potenzial bis 94, aber nur ein Gesamtrating von 52. Der hier würde, den könnte man vielleicht sogar überlegen zu verpflichten. Das Ding ist, der Torwart ist 1,82 groß. Ist jetzt nicht so perfekt. Der hat auch ein Potenzial bis 94, aber nur 53 gesamt. Ich will eigentlich nur Spieler verpflichten. Der Typ hier ist 2 Meter, alter, richtiger Riese. Ich will eigentlich nur Spieler verpflichten, die so jetzt schon 60er Gesamt, die jetzt schon 60er Rating haben. So wie unsere anderen Spieler hier, Jimenez. So, wir werden nochmal kurz ein bisschen durchtauschen. Ich will natürlich auch mal ein bisschen rotieren in der Vorbereitung. Den hier haben wir natürlich auch noch. Mbappe Lotin, den will ich aber allerdings ausleihen. Wir haben uns für 8 Millionen geholt, das ist ein richtiges Talent. Hier ist er, Jens Voss, den will ich eigentlich auch ausleihen. Weil der ist natürlich schwer, ganz ehrlich, gegen Lewandowski und Müller. Eine andere Sache ist, dass hier auf jeden Fall mit Jimenez, der Typ wird jetzt auch mal für Costa spielen. Das Ding ist, jetzt fehlt uns natürlich Coman auf dem linken Flügel. Das heißt, Neymar oder Ronaldo wären jetzt perfekt. Das wäre sowas von perfekt. Am besten natürlich sogar beide, das wäre nochmal besser. So, wir werden mal Hummels. Ja, Hummels wird erstmal draußen bleiben. Gnabry kommt rein auf den rechten Flügel. Wir lassen jetzt mal hier die Spieler spielen, die nicht ganz so oft spielen. Hätte ich mal eben machen können im ersten Spiel. War ein bisschen dumm. So, Ömir spielt jetzt wohl. Ömir will ich eigentlich auch ausleihen. Also wird Dele Alli nochmal wieder spielen. So, Rashford kommt auch noch rein für Thomas Müller, würde ich sagen. Den Rest können wir eigentlich so lassen. Obwohl, Oxford kommt nochmal rein für Alaba. Wir dürfen jetzt natürlich auch nicht zu viel durchwechseln. Wir haben wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel durchgewechselt, denn wir spielen natürlich gegen Neapel. Ich will hier schon relativ weit kommen in diesem Pokal. Neapel hat auch 3 Punkte, Tottenham hat 0 Punkte. Okay, sollten wir jetzt hier einen Unentschieden oder so rausholen, dann, ganz ehrlich, sind wir eigentlich so gut wie safe in der nächsten Runde. Aber mal schauen, Giacherini oder wie der Typ heißt, mit der Nummer 4 im Sturm, Digga. Milik mit der 99. Milik ist ein kranker Spieler, ganz ehrlich. Alan holt direkt die Gelbe ab. Oh, Hamsik sitzt nur auf der Bank, Alter. Gabbiadini auch. Also so ein krankes Team, muss man ganz ehrlich sagen, hat Neapel jetzt eigentlich nicht. Aber letztes Jahr haben wir natürlich Champions League. Ihr wisst es vielleicht noch, Messi kommt rein für Rashford. 0:0. 80. Minute, ich glaube, es geht auch 0:0 aus. Oder jetzt noch ein ganz später Treffer. Es bleibt dann beim 0:0. Aber ich bin damit zufrieden, ich habe es euch gesagt, wenn wir einen Unentschieden rausholen, ist nicht perfekt. Aber ist okay, ist in Ordnung. Ganz ehrlich, ist schon okay. So, jetzt haben wir erstmal hier die nächste Trainingseinheit.
Jetzt schauen wir mal hier. Eigentlich ist das Training so ganz gut. Donnarumma, Dragowski. Dragowski müssen wir trainieren. Der Typ hat auch richtiges Potenzial. Der ist jetzt schon auf 77. Ist ja unser Ersatztorwart. Donnarumma natürlich ganz klar. Und Jimenez und Voss, das sind unsere beiden krank talentierten Jugendspieler. Die werden wir natürlich auch weiterhin trainieren lassen. Ich wollte auf jeden Fall... Boah, Alter, was war das für ein heftiges Training? Zieht euch das mal rein. Alle richtig gut abgeschlossen. Und ich habe euch in der letzten Folge gefragt, sollen wir diese Finanzspritze anwenden und Intensivtraining? Das werden wir auch nochmal... Ihr habt gesagt, wir können diese Manager-Objekte hier ruhig anwenden. Zum Beispiel dieses Intensivtraining ist ganz geil. In den nächsten 5 Trainingseinheiten verdoppelt sich sozusagen die Punkte, die dazubekommen. Also, dann kriegen die viel schneller, werden die viel schneller upgeratet, hochgewertet, gepower-upped, was auch immer. Und, das haben auch viele geschrieben, wir sollen wieder den kommenden Star scouten. Da kriegen wir einen neuen Jugendspieler irgendwie, der teilweise richtig krass ist. Das werden wir natürlich auch machen. So, schauen wir mal kurz weiter. Sperre abgelaufen von Arjen Robben. Digga, der Typ war eigentlich gesperrt. Das Ding ist, wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, das könnt ihr mir jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, wie es bei Arjen Robben aussieht. Sollen wir den behalten? Sollen wir den verkaufen? Das Ding ist, habe ich Robben schon auf die Transferliste gesetzt, ne? Oder? Doch, stimmt, ich habe ihn schon auf die Transferliste gesetzt. Der kriegt fast 200.000 Gehalt und wir kriegen halt noch knapp 28 Millionen für den. Wir schauen mal, wenn ein gutes Angebot reinkommt, können wir das Geld natürlich dann wieder für Neymar oder halt Ronaldo oder vielleicht sogar Coman investieren. Schauen wir mal. Okay, weiter geht es. Okay, Robben hat akzeptiert. Das heißt, den ersten Wunschspieler von euch, den ihr euch so lange gewünscht habt, haben wir nun endlich. Okay, Dortmund hat abgelehnt. Alter, Dembele. Wie viel wollen die für Dembele haben? Okay, Dembele ist ein kranker Spieler. 20 Millionen, 23. Schauen wir mal, ob die das machen. Der könnte natürlich vor allem Kingsley Coman ersetzen. Und Musonda, ich weiß nicht, ob wir Musonda jetzt überhaupt noch brauchen, ganz ehrlich. Weil, wir probieren es mal ohne Gaudino. Ich glaube, die haben keinen Bock auf Gaudino. Das Ding ist, wir haben jetzt Musonda, dann haben wir noch, wenn wir noch Dembele bekommen, haben wir Dembele, Ronaldo und Neymar. 4 neue Flügelspieler. Und das könnte vielleicht schon ein bisschen zu viel sein, ich weiß es nicht. Was meint ihr zu der Sache? Ich habe keine Ahnung. Wir kommen jetzt auf jeden Fall gleich zum nächsten Spiel. Ich will jetzt aber erstmal nochmal schauen. Emre Mor, wir haben den Kollegen, hier ist der 68er Rating, 86 Tempo. Geht schon in Ordnung, der Typ, ich würde sagen. Den lassen wir jetzt auch mal direkt mal hier spielen. Für Lewandowski, Rashford, ich denke mal... Den Rest sollten wir so lassen, obwohl wir haben das letzte Spiel gegen Tottenham. Wie gesagt, wir dürfen nicht zu viel riskieren. Hummels wird jetzt mal wieder reinkommen. Der kommt für Zuma rein. Jimenez, der wird mal weiterhin spielen und ja, den Rest. Wir probieren es mal so mit der Aufstellung. Ich hoffe mal, das klappt. So, nächstes Spiel gegen Tottenham. Shit, Tottenham hat auch 3 Punkte. Digga, was geht hier ab? Okay, Juventus Turin, Angebot zur Ausleihe abgelehnt. Natürlich, habe ich eben schon gesagt. Warum sollten die uns Coman ausleihen? Ganz ehrlich, wäre richtig dumm. 36 Millionen. Für Donnarumma, nein, der Typ ist 18, hat ein 85er Rating. Ihr seid selbst schuld, die ganzen Vereine, die jetzt ankommen und Donnarumma kaufen wollen. Ihr seid es selbst schuld. Ihr hättet euch den letztes Jahr holen können. Wir haben ihn letztes Jahr für 15 Millionen bekommen. Jetzt ist er mittlerweile mindestens 50 Millionen wert, wenn nicht sogar noch mehr, ganz ehrlich. Der sagt hier 35 bis 45 oder bis 43. Viel zu untertrieben, der ist viel, viel mehr wert, ganz ehrlich. Mit 18 Jahren schon 85er Rating. Wer hat das? Ganz ehrlich, natürlich haben die abgelehnt. Hamburg natürlich auch abgelehnt. Oh, Emre Mor, ach, das war eben schon. Hä, what the fuck, Digga, okay. Und ich weiß nicht, Neuverpflichtung, das war alles noch von eben. Da müssen wir jetzt noch drauf warten. Also Dembele würde ich schon ganz gern haben. Dann haben wir den nächsten Spieler mit einem Potenzial von 90. Das wäre richtig krank. Und dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz das Angebot für Neymar. Wir sollten jetzt allzu lange nicht mehr warten, aber ihr wisst es, die wollen um die... Ihr seht es, 140 Millionen, Digga. 140 Millionen wollen die. Alter, das Ding ist, ja, wir haben 44 Millionen, haben wir zu wenig. Das Ding ist, wir haben noch nicht mal einen Spieler, den wir hier ein... Obwohl, vielleicht könnte man es versuchen mit Arjen Robben. Wir versuchen es mal, oder vielleicht sogar mit Douglas Costa. Ich weiß auch nicht, Douglas Costa kommt nicht... Ich weiß, viele von euch feiern den, ich feiere ihn eigentlich auch. Aber der kommt, wo ist der überhaupt hier? What, hier ist er. 34 Millionen, der kommt bei uns nicht ganz so zur Geltung, wie es sein soll. Vor allem, wenn wir uns jetzt noch, ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt noch Dembele holen sollten, Musonda holen sollten, Ronaldo holen sollten und Neymar holen sollten, dann hätten wir verdammt nochmal zu viele Spieler und auch Robben, beziehungsweise Robben oder Costa, einen Spieler müssen wir abgeben. Wir probieren es erstmal mit Arjen Robben. 100 Millionen plus Arjen Robben, das wäre mein Angebot. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Oder wir machen das hier direkt, Digga. 900 Millionen plus Arjen Robben. Nein, Mann. Ich würde sagen, 100 Millionen plus Arjen Robben. Das ist ein faires Angebot. Ich würde sagen, wir warten mal ab und schauen, was Barcelona zu dem Angebot sagt. Könnten sie annehmen, ganz ehrlich. Das ist ein fairer Deal eigentlich.
Und wenn nicht, probieren wir es danach mal, vielleicht mit 110 Millionen plus Douglas Costa. Schreibt es mir mal in die Kommentare, welche Kombination ihr besser finden würdet. Neymar plus Robben oder Neymar plus Douglas Costa? Ich werde mal zwei Kommentare schreiben. Einmal Robben plus 100 Millionen und einmal Costa plus 110 Millionen oder so. Ihr könnt dann die Kommentare einfach hochwerten und dann werde ich natürlich, je nachdem, was ihr euch da wünscht, den Deal durchziehen. AS Rom holt Angel Correa für 30 Millionen fast. Das ist heftig. Naja, okay, Leute, das war's auf jeden Fall von der heutigen Episode von diesem Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen auch wieder am Start seid. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch eure Transferwünsche in die Kommentare schaut. In die Kommentare schreibt, damit ich darauf natürlich eingehen kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Checkt natürlich jetzt noch meine Sponsoren aus MMOJ und IG Fold für die günstigsten FIFA 17 Coins. Ihr wisst es wie immer. Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung zu meinen Sponsoren. Rabattcode ist auch wie unter jedem Video in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, ihr würdet mich natürlich mit dem Kauf unterstützen. Danke an jeden Einzelnen. Euch kostet das Ganze natürlich keinen Cent mehr. Also, danke an jeden Einzelnen, der mich damit im Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten. Und checkt natürlich noch meinen Shop aus. Da gibt es den Hoodie hier, den Nice Hoodie. Und noch viele andere Sachen jetzt für den Winter, für Weihnachten. Checkt es gerne mal aus. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr euch da mal umschauen würdet. Macht's gut. Bis morgen. Haut da rein und ciao.